Herzlich willkommen zu den Bissi Tommy Top 100. In dieser Folge reden wir über die Plätze 90 bis 81. Let's go! Wie gefällt euch das jetzt? Passenger, show us your hand! Here we go again. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. I'm hungry! Oh, bist du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Und willkommen zurück zu den Top 100. Ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach, so eine Liste zusammenzustellen. Habe ich auch schon in der ersten Folge gesagt. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne hier vorbei. Ist eine sehr coole Folge geworden mit meinen ersten 10 aus den Top 100. Heute reden wir über die nächsten 10, die ich zusammengestellt habe. Und wie schon in der ersten Folge erkläre ich nochmal kurz, dass das Ranking jetzt so in den ersten, ja, in den ersten 50 ungefähr gar nicht mal so streng irgendwie ist, in dem Sinne von, okay, Platz 90 ist jetzt definitiv besser als Platz 89 oder so. Sondern die sind alle so, okay, die müssen auf jeden Fall in die Top 100, deswegen habe ich die so ungefähr zusammengestellt und ich versuche auch eine gute Mixtur irgendwie in den Videos zu haben, dass es sich ein kleines bisschen abwechselt. So das richtige Hardcore-Ranking, wo ich sage, so da bin ich auch wirklich, okay, das ist besser als das, geht erst so in den späteren Folgen so richtig los. Aber das hier sind natürlich super wichtige Spiele für mich und ist mir auch immer noch sehr, sehr eine große Aufgabe, da 100 Spiele zusammenzustellen, die absolut meine Favoriten sind. Denn es gibt verdammt viele. Damit wir auch endlich mal hier ein bisschen vorankommen, gehen wir jetzt los mit Platz Nummer 90. Assassin's Creed 3. Ich bin ein großer Fan der Assassin's Creed-Reihe schon immer gewesen, seit dem Start. Mein Bruder hat mich so ein bisschen auf die Reihe gebracht, über die Assassinen im Verborgenen und ihren geheimen Kampf gegen die Templer. Das ist alles schon richtig, richtig cool gewesen damals. Gerade so diese Sneaking-Dinger, wie das eher waren und nicht so sehr jetzt die Fantasy-RPGs. Da kann ich zwar auch viel abgewinnen, aber muss sagen, dass mir das früher doch als ein bisschen besser gefallen hat. Und insgesamt natürlich Assassin's Creed 3 ist da mein Favorit. Mir gefällt die Geschichte um die amerikanische Gründerzeit grundsätzlich irgendwie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so ein großes Thema bei mir ist. Ich finde diese ganze Ära aber irgendwie faszinierend, was da so los war gesellschaftlich und wie das da alles da drüben so abgelaufen ist mit den amerikanischen Ureinwohnern. Das spiegelt sich ja auch in dieser Geschichte hier so ein bisschen wieder, denn wir haben effektiv ja zwei spielbare Charaktere, wenn man so will. Wir spielen einmal Haytham Kenway und wir spielen Connor, der dann unser Hauptcharakter für den Großteil des Spiels ist. Ist auch mein Lieblingsassassine, mein Lieblingshauptprotagonist aus der ganzen Reihe. Es ist so spannend erzählt, es ist eine richtig typische Heldenreise. Er trifft dann auf einen alten Assassinen namens Achilles, der ihm dann nach so ein paar Startschwierigkeiten hilft, in diese ganze Order reinzukommen und dieses ganze Ding auch so am Leben zu halten. Denn es scheint so, als ob Achilles der letzte Assassine in Amerika ist. Zumindest mal da, wo wir uns irgendwie in der Story befinden. Und es ist irgendwie super spannend erzählt, wie das Ganze dann so eine typische kleine Heldenreise wird, die in dieser Zeit stattfindet, wo wir dann auch wieder ganz Assassin's Creed-typisch natürlich wichtige politische Figuren oder geschichtsgesellschaftlich wichtige Figuren treffen und mit denen interagieren. Das fand ich ja schon immer irgendwie witzig an der Reihe, dass es dann halt so wink, wink, ah, der hat alle wichtigen Figuren getroffen. So, das ist schon irgendwie funny. Und außerdem war es ein schöner Abschluss für eine Trilogie einfach. Es war ja damals echt so ein bisschen Assassin's Creed 1 und 2 und 2 hatte seine eigene kleine Mini-Trilogie, aber das war ja dann halt so dieser Abschluss gefühlt erstmal. Diese Konklusion von der Geschichte, die in der Neuzeit auch mit Desmond und den Assassinen in der Jetztzeit quasi stattgefunden hat, das fand ich alles mega faszinierend. Da gab es, die Stakes waren sehr hoch, ne? Es war irgendwie alles sehr apokalyptisch, so wir müssen unbedingt die Apokalypse verhindern und wir brauchen noch so dieses eine Stück Information, was wir aus Connors Erinnerungen uns irgendwie holen müssen. Und dazu müssen wir halt nochmal diese ganzen Konflikte durchleben, um halt dahin zu kommen, wo wir diesen einen, ja, Schlüssel, sag ich mal, finden. Und das hat einfach super viel Spaß gemacht. Die Musik ist da auch wirklich super, super gut von Lorne Balfe, wenn ich das irgendwie jetzt auch richtig ausspreche und wenn ich mich richtig erinnere. Da sind ein paar Tracks drin, die mir absolut das Herz aufgehen lassen und insgesamt mag ich das Setting. Das Gameplay ist mittlerweile, muss man dazu sagen, echt ein bisschen schwierig. Das steuert sich alles sehr seltsam. Das war diese komische Übergangsphase zwischen dem, was wir jetzt irgendwie als richtig gute Steuerung der Next Gen haben und halt so dem, diese komische PS3 360-Ära. Das steuert sich schon doch heutzutage alles ein bisschen anstrengend, muss man einfach mal zugeben. Aber es bleibt in meiner Top 100 wegen dem Setting, wegen den Charakteren, wegen der Musik und wegen dem ganzen Feeling einfach. Zelda Breath of the Wild. Über dieses Spiel wurden natürlich schon super viele Worte verloren. Ich weiß gar nicht, was ich da noch alles erzählen kann, was nicht eh schon jeder weiß. Aber es ist natürlich ein Launch-Titel mit der Nintendo Switch gewesen. Es hat die Zelda-Reihe nochmal komplett innoviert und neu erfunden.
Es hat sich alles von dieser Tempel- und sehr ja, chronologischen Storyline, sag ich mal, so ein bisschen gelöst, die man normalerweise aus Zelda-Spielen kennt. Und es wurde einfach eine offene Welt erschaffen, die so groß und so gigantisch und so gefüllt mit interessanten Sachen war und Möglichkeiten, dass es Zelda nochmal einen ganz neuen Anstrich verpasst hat. Ich bin auch ein Fan von anderen Zelda-Teilen, die dieser eher Chronologie, also dieser ne, strikten Chronologie so ein bisschen folgen. Nein, nicht Chronologie, ihr wisst, was ich meine. Also diese strikte Abfolge, okay, jetzt geht's in den Tempel, dann geht's in den Tempel, dann geht's in den Tempel. Das mag ich auch. Aber natürlich, was Breath of the Wild hier gemacht hat, ist wirklich so faszinierend, weil es einem trotzdem so eine gewisse Reihenfolge vorgibt, die man machen kann. Das muss man aber nicht. Und man kann eigentlich das Spiel so spielen, wie man will. Und wenn man möchte, könnte man direkt zum letzten Boss marschieren. Man hat wahrscheinlich nur nicht sehr viele Chancen, da irgendwie zu bestehen. Obwohl das auch schon irgendwelche verrückten Leute hinbekommen haben. Und das ist das Schöne daran. Es ist so ein innovatives Spiel damals gewesen. Es hat so viel Neues für diese Reihe gemacht und hat irgendwie ganz viele Elemente aus anderen Spielen genommen, die andere vielleicht schon irgendwie ein bisschen vorher zwar erfunden haben, aber hat das hier alles halt auf Zelda gestülpt und hat das Ganze in so einen schönen Comic-Stil ein bisschen verpackt, ne? In diesen, ja, ist ein Cell-Shading so ein bisschen, ne? Die Welt sieht super schön aus, die Musik ist auch sehr zielgerecht eingesetzt, was hier super gut rüberkommt. Kommen, dass manchmal die Welt auch sehr ruhig bleibt, aber manchmal in den richtigen Momenten so eine Schönheit, so eine Melancholie, aber auch dann so ein bisschen Action und Angst ausdrücken kann. Das ist alles sehr, sehr meisterhaft gemacht. Das muss man wirklich mal sagen. Und man kann in dieses Spiel 100 Stunden stecken, man kann in dieses Spiel aber auch nur 20 Stunden stecken, ganz wie man möchte. Das ist das Faszinierende daran, dass es wirklich zwar so ganz klar irgendwie eine Definition und eine Sache ist, aber trotzdem so viele unterschiedliche Spielmöglichkeiten dabei irgendwie rauskommen können. Und das macht für mich auch dieses Zelda zu was ganz Besonderem und natürlich, dass es halt der Start der neuen Nintendo-Konsole war, das war einfach faszinierend, damals dann irgendwie gleich so ein riesiges Spiel zu haben, wo so viel drin los ist und das einen irgendwie so richtig packt und wo man dann irgendwie seine Sachen austauschen kann, also seine Erfahrungen austauschen kann mit anderen, hä, hast du das und das schon gemacht? Ja, hast du irgendwie einfach mal ein Dings angezündet, so, hä, was das geht? Das war sensationell, das war einfach eine geile Erfahrung, damals Breath of the Wild zu spielen und ich kann es jedem nur empfehlen, der eine Nintendo Switch hat, damit vielleicht sogar zu starten, einfach zu sagen, ey, das hier ist das, was auf dieser Konsole möglich ist, das hier ist das, was mit Videospielen insgesamt mittlerweile möglich ist und einfach in so ein schönes Paket verpackt, das einfach Bock macht, das einen auch nicht überfordert. Das Ding ist perfekt ausbalanciert, meiner Meinung nach. Es ist wirklich ein großartiges Game, es ist ein ganz tolles Zelda, nicht mein Lieblings-Zelda, muss man dazu sagen, da kommen noch ein paar andere auf dieser Liste, aber trotzdem natürlich absolut fantastisch. Return to Monkey Island. Ja, da ist wirklich noch ein ganz freshes Spiel mit auf diese Liste gekommen und deswegen lasse ich mir mit dieser Liste auch noch ein kleines bisschen Zeit mit Absicht, weil man nie weiß, was ja noch für neue Spiele rauskommen, die auf einmal in die Top 100 rutschen. Und so auch Return to Monkey Island. Der neueste Teil der Monkey Island-Reihe, wieder zurück in den Händen von den Originalschöpfern Ron Gilbert und Dave Grossman. So was Schönes, dass endlich mal wieder so eine IP bei den Originalleuten landet, die dann auch noch Bock drauf haben, weil das ist ja auch oft so ein Ding, ich will damit nicht assoziiert, was ich damals gemacht habe, sondern es ist wirklich nochmal zu den Leuten zurückgekommen, die das Ganze gestartet haben. Und es ist nochmal eine Geschichte mit unserem allseits beliebten Piraten Guybrush Threepwood, der sich so ein bisschen mit Nostalgie und mit unfertigem Business so rumschlagen muss. Und das ist auch der Kern der Geschichte, die hier erzählt wird. Denn Monkey Island hatte auch schon immer so als Hintergrundebene so ein bisschen Storytelling an sich und ein Meta-Kommentar irgendwie auf Videospielgeschichten an sich. Seien das jetzt diverse Klischees, seien das diverse Witze, die in Spielen noch nie vorher aufgetaucht sind. Das sind alles Sachen, die Monkey Island schon immer so ein bisschen pioniert hat. Unter anderem gerade durch so Leute wie Ron Gilbert halt. Und das hier jetzt nochmal zu sehen, zu diesem Zeitpunkt, wirklich so eine Rückkehr zu Monkey Island, nicht nur in dem Universum des Spiels an sich, sondern auch so auf der Meta-Ebene. Und das mögen viele Leute nicht, das gab es auch ein bisschen Kritik, gerade so zu der Konklusion von der Story auf eine gewisse Art und Weise, die ich nachvollziehen kann, absolut. Aber mir persönlich hat das sehr gut gefallen, weil es wirklich halt eine Erforschung von Nostalgie und diesem Zurückwollen von alten Dingen irgendwie ist, dass das Ganze gleichzeitig hochhebt, aber auch natürlich ein bisschen mit einem kritischen Auge betrachtet. Der Humor ist immer noch da drin, die abgedrehten Figuren sind immer noch da drin, die Musik ist wieder absolut fantastisch und einfach mal nochmal ein richtig klassisches Point-and-Click-Adventure von den Leuten zu sehen, die das Genre mehr oder weniger erfunden haben, hat einfach so viel Spaß gemacht. Nochmal die Originalstimmen, es gab dann sogar die deutsche Synchro, sind auch nochmal nachgereicht worden, was ich so geliebt habe, also wirklich so die Liebe für dieses Franchise ist in diesem Spiel sowas von am Leben. Es gibt auch so diesen Rückblick am Anfang auf die anderen Spiele. Also da wurden auch, weil ja viele so ein bisschen Angst hatten, werden die anderen Teile ignoriert, die Ron Gilbert nett gemacht hat. Nein, werden sie nett, die werden irgendwie
gewertschätzt, die werden da drin erwähnt, die werden da drin sogar referenziert zu Charakteren wie Murray und diesem Buch am Anfang und gewissen Jokes und One-Linern. Gerade für jemanden, sag ich mal, jetzt ein bisschen, der jetzt nicht mehr ganz so jung ist, so wie ich, für den hat diese Story über Nostalgie tatsächlich da sehr gut gezündet, denn ich habe auch eine sehr, ja, zwiegespaltene Beziehung zu Nostalgie, weil ich auch gerne in nostalgische Dinge abtauche. Aber da mir auch immer der Vorsicht bewusst bin, dass man da ein bisschen gucken muss, dass man nicht zu sehr abtaucht in was, wo man sich dann auch damit verletzt. Und das ist so ein bisschen die Message von Return to Monkey Island. Sehr, sehr schön. GTA San Andreas. Die Bilder, die wir hier sehen, sind jetzt aus dieser Remastered-Version. Ich weiß, die sind so mega toll angekommen und die hatte auch sehr viele Probleme zum Start, aber das ist halt das Footage, was ich habe. Damals für die PlayStation 2 hat GTA natürlich schon immer irgendwie Maßstäbe gesetzt. Das Ganze hat so ein bisschen mehr mit Vice City angefangen, wo mir das Ganze dann auch selbst irgendwie gefallen hat. Ich konnte mit GTA 3 damals nicht so wirklich was anfangen, aber Vice City hatte so diese Tür aufgemacht mit den Charakteren, mit den witzigen Cutscenes, mit der Musik, die in den Radiosendern im Auto läuft. Und San Andreas war das Ganze dann so, okay, wir haben das gerafft bei Vice City und dann kam San Andreas, was die Spielwelt so auf, und sowas habe ich vorher noch nie in der Spielwelt irgendwie so gesehen, dass so eine offene, große Welt da drin war. Du hattest ja drei verschiedene Städte da drin. Du hattest diese Badlands, so diese Wüsten-Area, du hattest so einen großen Berg. Und diese epische Reise, die so an so eine 90er-Jahre-Gangster-LA-Story erinnert oder auch da natürlich sehr stark angelehnt und inspiriert davon war, hat so fasziniert, weil man halt irgendwie als CJ Carl Johnson anfängt, der in der Los Angeles-Variante Los Santos da unten zu seiner Familie zurückkehrt und da erstmal nicht gemocht wird und da so diese 90er-Gang-Situation so ein bisschen aufgegriffen wird, parodiert wird auch so, das ist ja auch ein starkes Ding von GTA schon immer gewesen, halt so eine Parodie auf diese Real-Life-Events und das Ganze so ein bisschen in ein fiktives Universum zu ziehen. Und das hat einfach so Bock gemacht. So das Writing damals, das war so on point, die Jokes da drin, der ganze Style, wie die Figuren irgendwie dargestellt wurden, auch wenn das quasi grafisch nicht auf einem hohen Niveau war. Aber du hast trotzdem gemerkt, so, ey, die haben hier wirklich was versucht, da Storytelling-Videospielen auf eine neue Ebene zu heben und so diese Art von Open-World-Mechaniken mal irgendwie noch zu verfeinern. Das haben danach auch ganz viele versucht nachzumachen und versucht so in ihre Spiele reinzudrücken und das ist ja bis heute ist das irgendwie noch zu spüren und das hat alles so, glaube ich, finde ich, wirklich mit Vice City und San Andreas angefangen und die Charaktere, die da drin sind, da sind teilweise Schauspieler dabei, da ist Samuel L. Jackson drin, da ist William Fichtner drin, da sind noch so ein paar andere große Namen drin und das war so faszinierend, dass auf einmal so ein Ding war, wo du wirklich eine Story drin hattest, die absolut faszinierend war. Also das fängt in L.A., in Los Santos so ein bisschen an, geht dann weiter über San Fierro und dann in die Las Vegas-Variante, Las Venturas, also da sind Sachen drin passiert, die waren so teilweise auch wie in einem Ocean's 11-Film oder so, also alles, was irgendwie so aus dem Gangster-Genre, aus Filmen auch irgendwie bekannt war, wurde hier eingebaut, parodiert, das Beste wurde behalten, das Dumme wurde ein bisschen parodiert. Dieses Open-World-Gameplay hat das Ganze dann noch so richtig schön zusammengehalten. Das war alles nicht perfekt. Das Rumballern da drin lief irgendwie nicht so gut. Das Fahren hat okay funktioniert, aber auch teilweise sehr chaotisch. Also GTA hat auch immer schon so ein bisschen dieses Chaotische natürlich in seiner DNA drin gehabt. Und das war in San Andreas, glaube ich, so Peak. Und natürlich, was für mich dann ein ganz großes Ding war, waren einfach die Radiosender. Ich muss einfach sagen, die Musikauswahl, wie man dann teilweise so seine eigene Story mit Musik unterlegen konnte, war hier wirklich in diesem Teil für mich absolut Zucker. Ist für mich wirklich, muss absolut in die Top 100, einfach nur, wie einflussreich es nicht nur für Videospiele allgemein, sondern auch für mich war. Und es wird immer ein wichtiger Teil von meiner Videospielentwicklung bleiben. Einfach so, weil es mir die Augen geöffnet hat für andere Art von Geschichten, für andere Art von Musik und für andere Genres von Videospielen. Das allererste Bioshock habe ich wirklich lang vor mir hergeschoben und ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es war, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe Bioshock Infinite zuerst gespielt, weil mir da das Art-Design ein bisschen besser gefallen hat. Und dann bin ich zurück zum ersten Bioshock und habe dann gemerkt, ach krass, ich bin so ein Trottel. Das hätte ich irgendwie als erstes spielen sollen. Das habe ich so lange vor mir hergeschoben und alle haben immer gesagt, Bioshock ist super. Aber ich war lange Zeit nie großer Fan von Shootern tatsächlich und war dann so, ach, das interessiert mich irgendwie nicht, sieht alles irgendwie, ist mir zu düster, ist mir zu langweilig. Wie falsch ich doch lag, denn die Geschichte von Bioshock war ja auch sehr, sehr einflussreich für Videospiele allgemein und was Shooter auch irgendwie Storytelling-mäßig irgendwie abbilden können. So, das war mir alles vorher gar nicht bewusst, ich fand das alles immer sehr stumpf und blöd. Und hier in Bioshock erlebt man ja so eine Story, die wirklich ein paar Sachen macht, die ich gar nicht spoilen möchte, die aber, die man überhaupt nicht kommen sieht. Und die Art und Weise, wie man hier mit Figuren interagiert, über die
diese Intercoms und über Audiologs und über so gewisse Stellen, wo man die Figuren zwar sieht, aber nicht mit ihnen interagieren kann, weil man sonst ja theoretisch irgendwie draufhalten könnte mit der Knarre. Das sind alles so Sachen, die in Bioshock super gut funktioniert haben, und so diese gruselige Atmosphäre hat mich dann hier wirklich gepackt, aber diese gruselig schöne Atmosphäre, wie das in ganz vielen anderen Videospielen dann auch kopiert wurde. Rapture, die Stadt unter Wasser, erstmal sowieso eine geniale Idee, und dieses ganze utopische Ding, was da unten aufgebaut werden sollte, was ja dann offensichtlich nicht geklappt hat und dann auch irgendwie noch 2-3 Mal wiederholt wurde. Da bin ich wirklich so dran hängen geblieben, und auch hier wieder war die Musik ein sehr wichtiger Bestandteil, warum ich da irgendwie so in die Story reingekommen bin. Deswegen, man sollte nie unterschätzen, wie wichtig Musik in Videospielen ist und wie wichtig Musik für gewisse Momente ja helfen kann, Emotionen zu übertragen. Das hat Bioshock auch irgendwie super gut hinbekommen, da tatsächlich Musik an den Stellen einzusetzen und dann bei mir so das Herz dafür zu öffnen, und ich habe gemerkt, okay, krass, hier wird irgendwie was Wichtiges und was sehr Relevantes für mich irgendwie erzählt, im Sinne von, hier wird eine Idee rübergebracht mit Gameplay, und sowas mag ich ja in Spielen einfach sensationell. Also ich kann jetzt auch gar nicht so viel über das Gameplay sagen, weil mich irgendwie das Gameplay jetzt nie so mega fasziniert. Ich bin immer noch nicht der größte Fan von Shootern einfach, aber die Art und Weise, wie dann hier auch zum Beispiel halt die verschiedenen Fähigkeiten, die man halt noch mit dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie das Zeug da drin heißt, wie man das, diese Fähigkeiten, die man halt freischaltet, dass man mehr oder weniger Magie einsetzen kann, ist hier ein wichtiger Bestandteil auch gewesen, warum ich das Ganze dann noch mehr akzeptiert habe. Auch irgendwie trotz dieser ganzen seltsamen Röhrenrätsel, die man ja dann auch irgendwie noch da drin hatte, muss ich wirklich sagen, dass das für mich was ganz Essentielles war, was ich dann erlebt habe, und habe gemerkt, okay, selbst in sowas wie einem Shooter, was ich irgendwie vorher nie so richtig akzeptiert habe, kann man eine richtig coole Story erzählen, die auch deep sein kann und eine Atmosphäre rüberbringen, die wirklich fasziniert. Persona 5 Royal. Und da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, dass das irgendwie eines der fantastischen Spiele ist, die je gemacht wurden. Ist aber auch nicht für jeden direkt was, aber einfach die Leistung, die dieses Spiel irgendwie gebracht hat, muss man wirklich wertschätzen, denn allein die Hauptstory ist, selbst wenn man die normal durchspielt, bestimmt über 100 Stunden lang. Wir spielen eine Gruppe von japanischen Schülern, das ist ja klar, in Anime-Setting, die übernatürliche Fähigkeiten bekommen und in die Gedankenwelten von anderen Leuten eindringen können. Maßgeblich anderen Erwachsenen, die moralisch fragwürdige Sachen tun. Und die Kids nehmen es dann auf sich, die Gesinnung von diesen Menschen zu ändern, indem sie den Schatz aus den Köpfen der Leute irgendwie stehlen, was dann zu einem Sinneswandel führen kann. Ganz grob erzählt. Es ist eine absolut fantastische, schöne Anime-Story, die dieses übernatürliche Element einfach einführt und gar nicht so groß erklärt, wo das herkommt. Das sind irgendwie gefühlt so die Besten. Einfach so, hey, hier ist eine normale Situation, wir führen dieses übernatürliche Element ein. Dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und daraus entsteht dann eine Story, die ein Mix ist aus Life Simulator, japanischem Schulalltag Life Simulator und einem JRPG mit fantastischen Locations, mit Monstern, mit Magie, mit Beschwörung. Hast du nett gesehen, alles irgendwie drin. Jedes Kind hat irgendwie seine eigene Persona, oder man kann auch mehrere Personas als Hauptfigur haben, wo man verschiedene Fähigkeiten mitlernt. Man kann Magie einsetzen und man hat dann so seine Phantom Thieves Persona, die man irgendwie halt hier einsetzen kann, um in den Gedankenwelten halt richtig mächtig zu sein und irgendwie super coole Kämpfe abzuhalten. Und man muss das aber auch kombinieren, damit halt ein normaler Mensch irgendwie in der realen Welt zu sein. Man muss seinen Schulalltag hinbekommen, man kann daten, man kann irgendwie halt einen normalen Tag irgendwie in Tokio verbringen, muss das teilweise auch an manchen Stellen in der Story und muss dann aber abends immer in die Gedankenwelten von den Leuten eindringen, wo man halt einen Sinneswandel auslösen will. Und dieser Style, den dieses Spiel halt rüberbringt, so in dem Menüdesign, in der Musik, in der Darstellung von den Kämpfen und von dem Sieg, also das ist alles einfach nur stylisch. Persona 5, gerade die Royal Edition, nochmal mit noch mehr Inhalten, ist alles einfach so stylisch inszeniert, es ist Anime pur, das muss man auch mögen, es ist auch absolut japanisch, es spielt halt in Tokio und es hat so die Epik von einem wirklich so 5 Staffel langen Anime. Das sind ganz mehrere Story-Arcs drin, deswegen braucht man auch so lange, weil das wirklich sehr kleinteilig erzählt wird, so im Detail. Die Figuren sind aber alle super herzallerliebst. Ich liebe wirklich die ganze Gruppe der Phantom Thieves. Ich liebe die Nebenfiguren so. Ich habe sogar einmal das Persona 5 Curry, was der Barbesitzer, wo man drin lebt als Hauptfigur. Man lebt in so einer Bar bei Sojiro oben im Dachgeschoss. Und der hat so eine Bar, wo man Kaffee und Curry kriegt. Und dann wurde mal das Curry-Rezept online gepostet. Ich habe dieses Curry nachgekocht. Das könnt ihr euch hier mal angucken. Ist super lecker tatsächlich. Und so kleine Details sind da halt drin. Es ist wirklich ein schönes, es ist quasi Slice of Life meets JRPG, und das ist einfach so eine geniale Mischung, und das hat mir auch so die Augen geöffnet für dieses ganze Genre nochmal ein bisschen mehr, was da so alles geht. Und ich möchte unbedingt auch noch die anderen Persona-Teile nachholen, da kommt ja jetzt irgendwie 3 und 4, kommen ja jetzt irgendwie als Remaster irgendwie auf die Konsolen.
wenn ihr wirklich Spaß an Animes habt, wenn ihr Spaß an langen Storylines habt und an so Slice of Life meets JRPG, das ist eine sehr spezifische Mischung, aber es ist wirklich ein fantastisches Spiel, schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ihr auf diese ganzen Elemente steht. Ihr werdet diese Gruppe lieben, ihr werdet die Figuren lieben, das Setting und vor allem die Musik. The Last of Us. The Last of Us ist ja jetzt gerade natürlich sehr relevant, weil die neue Fernsehserie kommt. Ich bin auch mal sehr gespannt drauf. Stand der Aufnahme habe ich noch nicht gesehen. Aber The Last of Us ist maßgeblich ein sehr schön aussehendes und sehr stark und filmisch inszeniertes Videospiel über eine Apokalypse, die stattgefunden hat, die so ein bisschen in die Zombie-Richtung geht. Es sind nicht wirklich Zombies, es ist so eine eigene Variante davon. Also so Menschen, die sich mit den Cordyceps infizieren. Das ist sowas, was es bei Pilzen gibt und das wurde dann so fiktiv auf Menschen irgendwie übertragen. Er schafft irgendwie erstmal sehr interessante Monster. Man hat hier wirklich sehr starke Apokalypsen-Storylines, die sich vor anderen Zombie-Storylines nicht verstecken brauchen. Sie sind sogar, glaube ich, wirklich teilweise ein sehr, sehr hoher Standard geworden für was in diesen Storys so machbar ist und was man da erreichen kann, wenn man sich wirklich anstrengt, dass das nicht einfach nur stumpfes Horrorgeblabber ist. Wir spielen Joel, der die Apokalypse durchlebt hat, der irgendwie erstmal ein sehr starkes, schweres Schicksal am Anfang erfährt und dann halt so 10, 15 Jahre in der Apokalypse lebt und dann auf die junge Ellie trifft, die er irgendwo hinschmuggeln muss erstmal. Also mehr weiß man nicht. Und das Ganze entwickelt sich zu so einer herzzerreißenden, emotionalen Story, dass ich da einfach nur meinen Hut vorziehen muss. Ich weiß, viele Leute sagen so, ja, da ist gameplay-technisch nicht viel zu holen. Ich glaube, das ist aber auch ehrlich gesagt ein bisschen Absicht, denn hier wird schon sehr filmisch erzählt. So, die Cutscenes sehen alle unglaublich fantastisch aus. So, das ist halt von Naughty Dog, die ja wirklich Maßstäbe setzen, was Motion Capture, was Facial Capture angeht. Und man merkt irgendwie, dass dann natürlich gerade so die filmischen Erzählmittel alle sehr, sehr stark eingesetzt werden und jetzt nicht so viele Sachen mit direktem Gameplay passieren. Finde ich aber auch unfair zu sagen, weil mir persönlich gefällt das Gameplay. Es ist sehr bare bones. Man kann auch in dieser Welt nicht viel machen. Also hier gibt es keine Minispiele oder sowas. Hier gibt es einfach nur das pure Überleben. Du kannst kämpfen, schleichen, du kannst deine Waffen upgraden und du redest halt mit Leuten. Und das ist das, was in der Apokalypse halt, das ist das, was in dieser Welt geht. Deswegen finde ich das auch akkurat, dass das genau das ist, was man in diesem Spiel macht. Du schleichst, du erzählst, du überlebst, du suchst irgendwie nach Sachen, man findet auch nicht viel, man muss so ein paar Sachen zusammenbasteln. Es ist wirklich genau das, was die Story eigentlich braucht, meiner Meinung nach. Es fokussiert sich auf die Leute und es fokussiert sich aufs blanke Überleben. Und das Ganze ist halt einfach wirklich ein optisches Fest. Hier wurden sich so viele Gedanken gemacht, environmental storytelling irgendwie zu betreiben. Also, dass man halt mit der Umgebung Geschichten erzählt, man denkt, sieht, hey, das hier war mal ein altes Büro, das hier war mal eine alte Wohnung von jemandem. Hier haben vielleicht die und die Leute gewohnt, hier haben Leute gewohnt, die Kinder haben. Das heißt, jetzt The Last of Us nur auf seine Cutscenes, die fantastisch aussehen, zu reduzieren, fände ich wirklich unfair, weil es gibt hier auch gameplay-technisch tatsächlich viel zu sehen. Und ab und zu ist dann auch mal sowas wie, ich glaube, man kann auch ein, zwei Mal so auf eine Dartscheibe werfen oder sowas. Und da ist es dann aber auch fertig. Es ist wirklich das blanke Überleben als Spiel ausgedrückt und das, was uns als Menschen ausmacht hier, wird erforscht in einer Apokalypsen-Story. Es werden sehr viele moralische Fragen aufgeworfen und das finde ich an The Last of Us einfach so faszinierend. Es ist wirklich eine starke Story, die durch, ja, sehr gut inszenierte Cutscenes und aber auch Gameplay erzählt wird. Und hier auch wieder alle Titel, die ich irgendwie bis jetzt aufgezählt habe, alle sehr stark mit Musik gearbeitet. Und auch hier muss ich wirklich sagen, das ist ein Erlebnis, was vielleicht jetzt irgendwie, wenn man jetzt nur reines Gameplay will, einen wirklich nicht vom Hocker haut, aber das ist für mich halt auch wieder so ein Ding, wo ich sage, ich liebe Videospiele eben auch, weil sie so viele verschiedene Sachen machen können. Und hier ist halt auch sehr viel Filmisches mit drin. Ich liebe halt auch Filme und deswegen kann man da für mich nichts falsch machen. Es ist eine starke Story, die Figuren sind super, die Performances sind super. Es ist ein perfekter Mix für ein Videospiel für mich. Pokémon Rot-Blau. Ich liebe ja Pokémon Rot-Blau. Hier ist jetzt mein alter Game Boy Color. Ich hatte aber auch noch den richtig Standard Game Boy damals. Und was soll man sagen? Pokémon damals war ja wirklich so ein absolut wahnsinniger Trend. Ja? Das Ding wurde von allen Leuten gespielt. Auch Leuten, von denen man auf einmal gar nicht wusste, dass die überhaupt einen Game Boy haben. Oder sich irgendwie für Gaming interessieren. Alle auf dem Schulhof hatten Pokémon.
wir haben Pokémon-Kämpfe abgehalten, wir haben ganze Turniere abgehalten, dass ich da teilweise mit dem Computer dann so Tabellen erstellt habe mit coolen Grafiken und so, und dann haben wir dann die Namen eingetragen und da haben wir wirklich so, ey, wer gewinnt denn hier das Pokémon-Turnier? Und dann gab es ja damals auch noch die Sammelkarten, das war alles so ein riesiger Craze damals, als Pokémon rauskam, den Anime, den alle irgendwie religiös geguckt haben. Also selbst Leute, mit denen man sich teilweise gar nicht verstanden hat, auf einmal habe ich Konversationen mit Leuten in der Schule geführt, die auf einmal Pokémon-Fans waren. Man hat sich Tipps gegeben, es gab natürlich die berühmten Memes und so Gerüchte von wegen, ja, man kann irgendwie den, ne, den Laster, die MSN kann man irgendwie verschieben und dann kann man da Mute drunter finden und das sind alles so Sachen, aber am Kern von dem Ganzen, wo ich auch mal ein ganzes Video noch bald drüber machen will, ist halt einfach, dass die Pokémon-Formel mit diesem Spiel natürlich erfunden wurde, so dieses Sammeln von Figuren, das JRPG-mäßige Leveln und irgendwie Kämpfen und dieser Thrill, den man hat, oh, was kommt denn jetzt, kommt da jetzt ein neues Pokémon, habe ich das schon, nein, das habe ich nicht, und das Aufleveln, das hat alles wirklich so viel Spaß gemacht damals, das kann man keinem erzählen, der diese Phasen nicht mitgemacht hat, als das alles mal neu war, als es sowas noch nicht gab. Jetzt haben wir mittlerweile so viele Pokémon-Spiele bekommen, dass wir da schon gar nicht mehr drüber nachdenken, aber jetzt ist es so ein Ding, was niemand mehr sich wegdenken kann. Und damals war das alles neu. Da hat man das erste Mal im Leben Pikachu gesehen und man war so, was ist das? Das ist aber irgendwie cute und trotzdem ist es aber auch irgendwie cool. Also was das damals für so kulturell irgendwie für Videospiele gemacht hat, war glaube ich sehr, sehr relevant, weil die vorher nichts mit diesem Medium anfangen konnten, dadurch irgendwie heiß auf Videospiele geworden sind. Und ich weiß, dass selbst damals interessanterweise tatsächlich so, Pokémon macht irgendwie die Jugend kaputt. Und wenn man da jetzt drauf guckt, ist es so als der harmloses Spiel, was man irgendwie halt haben kann. Ne? Und hat aber natürlich so das größte Franchise der Welt gestartet. Ist ja, glaube ich, immer noch so, Pokémon ist irgendwie das größte Medien-Franchise der Welt. Da so diese Anfänge miterlebt zu haben, gerade mit sowas wie halt Pokémon Blau und Rot und Gelb. Da gab es ja auch noch die Pikachu-Version, nachdem der Anime rauskam. Man so, hä, wieso spielt man da nicht Ash und Pikachu? Habe ich auch gehabt. Ich war ein riesiger Pokémon-Fan, mein Zimmer war voll mit Pokémon-Kram und allein deshalb, für den kulturellen Impact, insgesamt für Videospiele, für den Impact bei mir, was Games angeht und was diese Reihe angeht und was das Interesse auch für Spiele aus Japan und Nintendo und sowas angeht, das war so ein wichtiger Baustein für mich. Also ja, Pokémon absolut gehört definitiv in die Top 100. Animal Crossing New Horizons, ja. Wir erinnern uns, vor ein paar Jahren ist da ja mal sowas passiert und dann haben auf einmal alle Leute sehr viel Zeit zu Hause gehabt. Und wie ein Sonnenstrahl aus einem bewölkten Himmel kam genau zu diesem Zeitpunkt Animal Crossing New Horizons auf die Nintendo Switch. Viele Leute waren mit dem Franchise schon vertraut, ich persönlich nicht. Ich habe immer nur davon gehört und was, ja, keine Ahnung, die Figuren sehen irgendwie ein bisschen seltsam aus. Man kann jetzt nicht so wirklich was damit anfangen, ich weiß nicht, was man da soll. Und dann hat man so ein bisschen was davon gehört, man hat sich ein bisschen damit beschäftigt und hat gemerkt, okay, es ist halt so ein bisschen Life Simulator, aber mit cuten Animals und man kann da halt so ein bisschen Harvest Moon mäßig so interagieren, man kann aber auch sehr viel kreativ selbst irgendwie sein, man kann also Sachen anlegen, man kann aber auch Sachen kaufen für seine Wohnung und das ist alles auch in Animal Crossing New Horizons ein bisschen mehr so in diese Sei-Selbst-Kreativ-Richtung wohl geschubst worden, das hatte früher noch mehr so ein Eigenleben mit eigenen kleinen Storylines mit den Bewohnern, wenn ich das richtig verstanden habe, deswegen sind manche auch so New Horizons ist gar nicht das beste Animal Crossing, aber allein wie das es irgendwie geschafft hat, genau zum richtigen Zeitpunkt zu kommen, wo wir alle halt so lange zu Hause bleiben mussten und irgendwie ganz viel Zeit hatten, dann hatte man so ein schönes kleines Alternativleben in New Horizons. Das war auch so ein Ding, genau wie gerade bei Pokémon. Das haben auf einmal alle gespielt. Das haben teilweise Leute gespielt, die auch vorher noch nicht wirklich was mit Videospielen zu tun hatten, waren so, weißt du was, ich glaube, ich spiele auch Animal Crossing New Horizons. Auf einmal hat man Rüben miteinander getauscht. Auf einmal hat man sich gegenseitig auf seinen Inseln besucht. Man hat angefangen, selbst irgendwie kreativ zu werden in diesem Spiel und halt irgendwie, ja, hast du noch ein bisschen Holz, hast du noch ein bisschen dies und das. Das war so toll und ich habe auch jetzt schon länger leider nicht mehr reingeguckt, weil das leider so ein kleines Problem irgendwie bei Animal Crossing New Horizons ist, dass da halt sehr in einem sehr seltsamen Tempo Inhalte erst nachgereicht wurden und jetzt gibt es schon gar nichts Neues mehr. Also man muss sich jetzt irgendwie das Spiel natürlich so wieder selbst für sich interessant machen. Deine ganze Insel abreißen, neu bauen und vielleicht den DLC halt irgendwie durchforsten, wenn man das noch nicht gemacht hat, der macht super viel Spaß. Aber wenn man da so das Hauptding durch hat, ist es auch irgendwie einfach durch so. Ich habe aber trotzdem super viel Spaß damit gehabt, weil es irgendwie so schön abgelenkt hat. Man hatte jeden Tag ein bisschen was zu tun und nie zu viel auf einmal. Das war eine perfekte Kombo, gerade für die Zeit, wo es rausgekommen ist, weil man immer ein kleines bisschen reinschauen konnte, so eine Stunde. Dann hat man es wieder ausgemacht und hat dann vielleicht mal ein bisschen mehr, so 2-3 Stunden am Tag drauf. So, man hat dann immer mehr Optionen natürlich auch freigeschaltet und einfach so dieses sehr gechillte, ruhige Gameplay mit der ruhigen Musik.
mit den witzigen Figuren, die man finden konnte. Es war einfach eine Wohltat fürs Herz. Es hat irgendwie entspannt, es hat beruhigt. Und das kann es, finde ich, immer noch. Ich habe auch tatsächlich jetzt die letzten zwei Silvester, habe ich das Ding als mein Silvester-Countdown benutzt einfach. Weil man da zusammen halt mit den Charakteren dann da steht und irgendwie das neue Jahr einläuten kann. Und ich persönlich finde es wirklich absolut witzig, dass das so dieses kleine Live-Ding immer noch so ein bisschen hat. Da verändern sich ja auch immer Gegenden so ein bisschen, je nachdem, was wir gerade für eine Season haben. Ne? Frühling, Sommer, Herbst, Winter, sieht alles ein bisschen anders aus. Es gibt unterschiedliche Items, die man dann kriegen kann und finden kann. Und das ist einfach eine fantastische Kombo. Es ist ein absolut schönes Simulationsspiel. Mir hat es damals super gut gefallen, als es rausgekommen ist. Für mich ist es wirklich was ganz Besonderes damals gewesen und auch heute noch, auch wenn ich leider nicht mehr so oft reingucke, wie ich es eigentlich wahrscheinlich gerne wollen würde. Animal Crossing New Horizons. So, und zum Abschluss landen wir nochmal auf der Switch, denn wir sind jetzt hier angekommen bei Super Mario Odyssey. Und was soll man zu Super Mario Odyssey sagen? Es ist natürlich so der aktuellste Teil von der Super Mario-Reihe, die ja mittlerweile so viele verschiedene Ableger bekommen hat. Das ist auch sehr schwer, da sich irgendwie auf gewisse Games zu einigen. Und ich bin auch wirklich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich da bei vielen von den Super Mario-Spielen immer so ein Element habe, was mir gut gefällt. Und der Rest ist auch immer irgendwie so ein bisschen gleich, ne? Und hier setze ich aber nochmal so ein bisschen auf den Effekt auch damals, dass das halt ein Game für die Nintendo Switch war, die damals, als Super Mario Odyssey rauskam, dann gerade so richtig so ihren Hype auf dem Höhepunkt hatte. Alle haben so gerafft, dass das eine geile Konsole ist, dass es eine geile Konsole wird. Und dann kam so, weil es ja ein netten Launch-Titel war, kam Super Mario Odyssey auf einmal um die Ecke und alle waren so, geil, jetzt kommt das neue Super Mario Game. Ist ja sensationell. Da waren dann auch so ein paar Mechaniken irgendwie halt für die Remotes halt irgendwie drin. Die waren jetzt so mega cool, aber es war trotzdem nochmal, hey, guck mal, wir haben hier unsere Technologie. Das macht ja Nintendo immer so. Wir bauen irgendein neues Gimmick und dann benutzt es Nintendo für 10 Spiele und alle anderen benutzen es gar nicht und dann hast du den Salat. Aber hier hat es einfach nochmal Bock gemacht, so rumzuschwingen und irgendwie seine Mütze, irgendwie Cappy hieß er ja auch, glaube ich, ne? Was dann so das Gimmick für dieses Game war. Die Abwechslung in den Welten, das bunte, richtig schöne Design, mit dem das Ganze, so diese Odyssee, wie es ja dann genannt wird, rund um die Super Mario-Welt. Seit wann ist das ein Planet überhaupt? Aber egal, kann man ja wegignorieren. Das wurde alles so schön zusammengefasst. Man hatte irgendwie ein paar bunte Gegner, diese Broodles, diese Hasengegner, die man immer mal wieder so in den Welten getroffen hat und die so für Bowser gearbeitet haben, der unbedingt Prinzessin Peach heiraten will. Hier ist er. Er hat dann irgendwie einen coolen Hochzeitsanzug an und damit fängt es auch, es geht auch direkt los, aber das finde ich so sensationell, es geht direkt los, Bowser will Peach heiraten, hat sie entführt und Mario muss sie zurückgewinnen, verliert seine Mütze und kriegt eine neue Mütze, die von einem Mützenstamm irgendwie kommt, einfach von lebendigen Mützen. Ist witzig, witziges Setup, mehr braucht man auch irgendwie gar nicht für ein Super Mario Game, das ist ja immer so, man braucht gar nicht mehr zu wissen, das ist das alles, was wir haben wollten, wir kriegen super bunte Welten, es steuert sich einfach wirklich absolut fantastisch und es hat so viele Sachen aus anderen Mario Spielen hier so ein bisschen kombiniert und wenn man da auch manchmal Speedruns sich anguckt oder auch so gewisse Challenges, die Leute manchmal in Super Mario Odyssey machen, merkt man so, wie tight wirklich dieses Gameplay ist und wie krass gut sich das alles steuern lässt und wie man das dann auch so ein bisschen für seine Zwecke manipulieren kann. Ich finde es absolut beeindruckend und ein Super Mario Spiel für eine Nintendo-Konsole ist halt eigentlich immer was Solides, was man reinwerfen kann und immer wieder, wenn eins rauskommt, merkt man halt so, es wird nicht langweilig, du kannst es einwerfen, du hast Spaß damit, sobald die sich wirklich auf das konzentrieren, was dann halt ein gutes Videospiel ausmacht. Es ist gerade genug Story und Anlass, dass man irgendwie wissen will, wie man da irgendwie, dass man halt weiter erforschen will quasi. Wir müssen jemanden retten, auch wenn das mittlerweile ein Trope ist, der halt so überholt ist. Aber wir müssen jemanden retten. Wir haben ganz klar definierte Gegner, die sind auch nicht so böse, dass man da jetzt irgendwie, dass man da jetzt einen riesen Hass entwickelt, sondern einfach nur, die stehen einem halt im Weg. Die sind aber auch super bunt und meistens irgendwie witzig. Die Welten sind einfach super spaßig zu erforschen. Die haben alle irgendwie ein eigenes Thema, die haben alle eigene verschiedene Sachen, die da drin passieren und Super Mario zeigt halt, finde ich, gefühlt immer, wie es geht. Und wenn man dann auch mal Spiele spielt, die das nicht so gut hinbekommen, wie zum Beispiel ein K oder Kangaroo, was schön aussieht und was auch ganz viel versucht, wie so ein Super Mario zu sein, und es aber irgendwie nicht hinbekommt, weil da halt diese ganzen Feinheiten, die bemerkt man gar nicht, wenn man Super Mario spielt, aber erst wenn dir das mal weggenommen wird, wie in einem anderen Spiel, wenn du dann halt so ein K oder Kangaroo zum Beispiel spielst und du merkst dann, ah, okay, da irgendwie die Steuerung war nicht ganz sauber. Oder allein so Übergänge von mit einem Charakter sprechen, wie smooth die Kamera an sowas ranfährt. Und das, wie gesagt, man merkt dieses Handwerk erst, wenn es weg ist. Und das ist hier alles, das sind so diese ganzen kleinen Details, die alle so wunderbar ausgebügelt sind. Das ist das, wo Nintendo halt so ein Augenmerk drauf legt.
Und das merkst du einfach beim Spielen so unterbewusst, einfach weil alles so sauber ineinander reingebügelt ist. Und viele kleine Sachen, wo sich niemals jemand Gedanken drüber machen wird, der nicht über Game Development nachdenkt. So, das ist das, was ich an Super Mario Spielen so wertschätze. Und einfach um halt einen wirklich richtig starken Super Mario Titel auf der Liste zu haben und einen, der mir so stark in Erinnerung geblieben ist mit seinem Setting, mit seinem Design, Charakteren und mit den bunten Kostümen auch, die man haben kann. Das sind alles so witzige kleine Details, die das für mich wirklich sehr, sehr spannend und schön und memorable machen. Erinnerungswürdig, würde ich es jetzt mal übersetzen. Super Mario Odyssey, ein absolut schönes Spiel. Und das war's auch schon wieder mit den Top 100. Das waren jetzt die Plätze 90 bis 81. Ich habe auch schon die Liste weitergeschrieben. Das heißt, es wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern, bis auch mal die nächste Folge kommt. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch reingeschaut habt. Sagt mir gerne, was ihr zu den Spielen auf meiner Top 100 Liste denkt. Habt ihr welche von diesen Spielen gespielt, noch nicht gespielt? Gerne mal eure Meinung dazu. Das waren jetzt alles sehr breit gefächerte und ich glaube, sehr groß akzeptierte Games. Deswegen keine großen Überraschungen in dieser Folge. Aber trotzdem, gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von den Top 100. Macht's gut und bis bald. Ciao.